Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, wir sind hier am Hof so, und alle sind am Arbeiten, außer ich momentan. Und werde aber jetzt auch mal anfangen. Wir werden jetzt die Schaufel mal eben dran machen, dann werde ich den Kuhstall mal eben sauber machen. Bevor irgendwann die Prüfer hier stehen, die wollten ja noch irgendwann unsere Stelle prüfen. Bei meinem Glück ist es dann wahrscheinlich dann so, wenn ich nichts gemacht habe. Ach, Leute. Ja. Wir haben ja Sprit und sowas alles zum Komposter gebracht. Und Mist auch. Wurde er denn schon mal abgeholt, der Komposter? Habe ich noch nichts geholt. Dann fahre ich gleich mal eben runter und hole den mal eben ab. Hat irgendjemand meine eine Schaufel gesehen? Hängt am Streamer da jetzt. Ja, und da vorne hängt auch eine. Ja. Gut, dann mache ich mal eben den Kuhstall sauber. Oder hat den schon jemand sauber gemacht? Nein, bisher noch nicht. Nee. Okay. Dann fahre ich da mal eben mal drunter. Dann fahre ich runter zum Komposter, hole da mal den Kompost hier hoch zum Hund am Hof. Und dass wir die Tage nochmal was Neues hinliefern. Dann kriegen wir irgendwo Gärreste oder Gülle her. Können wir das irgendwo besorgen? Weil unsere Gärreste sind alle. Unsere BGA läuft nicht. Wir haben keine Gärreste. Und ich muss gucken, dass wir Wasser am Start haben und alles. Wir haben noch Gärreste. Wie viel haben wir denn noch? 50.000 oder sowas, glaube ich. Ja. Ist jetzt nicht viel, aber... Nee, wir sollten aber ein bisschen Gärreste da lassen, falls jemand Gärreste kaufen will. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil jetzt ist Frühjahr, die werden irgendwann anfangen mit Düngen und so. Und ich glaube, der Stecher, der düngt mit Gülle, glaube ich. Kann sein, ja. Nicht, dass wir nachher da nichts haben, aber 50.000 sind auch nicht gerade viel. Nee. Wir müssen die BGA zum Laufen bekommen, es geht kein Weg dran vorbei. Voll. Ach, das Mist, was hier liegt. Ach, cool. Schmeißen wir das mal ins Lager. Wie viel Mist haben wir denn im Lager? Hm. 722 Liter, okay. So, dann schaue ich mir jetzt mal den LKW hier und den Auflieger und dann hole ich erstmal den Kompost ab. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, Weizen, Gerste, Hafer, Rapsen und Sojabohnen, Mais, Kartoffeln und Zucker. Häckselgut, Hackschnitze, Silage, Gras, Heu. Wie
Nehmen wir ein bisschen Stroh mit. Lassen wir das da noch rein. So, auf zum Komposter. Männers? Ja. Müssen wir noch was düngen, sonst würde ich den Flüssigdünger erstmal wegbringen. Ich glaube, die 6 oder so hatte ich noch auf meiner To-Do-Liste. Okay, dann fahre ich jetzt eben zum Komposter. Ich habe noch ein bisschen Strom mitgenommen, 59.000, das schmeiße ich da rein, nehme den Kompost mit und dann dünge ich die anderen Felder noch eben durch. Ja, frag aber am besten nochmal Gustav. Ja. Weil, der hat gerade ein bisschen mehr Überblick über die Felder. Ich mache gerade noch Tiere. Okay. Gustav. Ja. Es sind noch viele Felder zum Düngen da, weil immer noch der Flüssigdünger bei uns steht. Dafür zahlen wir. Ja, gut, jetzt haben wir ja gar nichts mehr, ne? Ne, wir bezahlen ja bloß einen Flüssigdünger. Ja. Ja, wir müssen aber erst ansehen. Also sind ja nicht jetzt alle Felder gedüngt? Dann heißt die, die noch nicht gedüngt sind, müssen jetzt erst angesät werden, dass wir die dann wieder düngen können. Ja. Die 6 kannst du rein theoretisch dann nochmal düngen, wenn du möchtest. Da bin ich ja gerade am Hopfen ansehen. Wir können auch schon das erste Feld, können wir, Grasfeld können wir auch schon wieder ernten. Ja, hast du eine BGA, wo wir es reinschmeißen? Nee, aber ich würde es trotzdem abernten und zumindest ins Lager ballern und sobald die BGA ja, wieder das, läuft, das, kann man es da rausholen. Weil sonst. Ja, das können wir machen. Fritzi, welches Feld? Gras? 105 habe ich gerade, bin ich vorbeigefahren, mal eben ausgestiegen. Das könnte man schon mähen. Würde ich mir gleich mal eben den Big M schnappen. Ja, willst du düngen oder eher mähen? Mir ist egal. Ja, ich würde eher gesagt, eher düngen. Eher mähen, Entschuldigung, weil was wir haben, das haben wir, auch wenn wir sie gerade nicht benutzen können. Dann haben wir wenigstens einen kleinen Puffer für, sobald sie wieder geht, damit wir direkt loslegen können. Wow! Aber knapp. Hallo? Der Bauhof Ziegel, hallo Herr Friesi. Guten Tag, Herr Ziegel. Gut, dass ich Sie dran habe. Ja, was ist los? Ich wollte letztens die Steine hochfahren zu meinem Haus. Ja. Und ich kann es nicht tun. Warum nicht? Der Stapler kriegt die Paletten nicht hoch. Ach nein. Ja. Okay, brauchen wir ein stärkeres Gerät. Ja. Okay, also ich stelle ihn da Manitou hin, bereit? Ja. Das müsste dann funktionieren und dann müsste es ja auf jeden Fall klappen. Ich hoffe es, ja. Und warum ich anrufe, wir bräuchten Wasser von Ihnen. Ja. In die Bäckerei so viel wie möglich. Haben Sie Geräte, das abzuholen? Leider nein. Okay. Also was wir Möglichkeit haben zu liefern, da bitte in die Bäckerei liefern, weil da müssten um die 400.000 Liter reingehen. Oh, aber 400.000 Liter habe ich momentan nicht. Genau, deswegen sage ich, was wir haben und zur Verfügung stellen können, das bitte in die Bäckerei und dann können wir ja danach abrechnen. Ja, alles klar. Super, das war's dann auch schon. Ich kümmere mich um den Manitou. Gut, alles klar. Vielen, vielen Dank. Jo, bis dann. Bis ciao. Dann, tschüss. Scheiße.
Bürgermeister, Bürgermeister. Friedrichsen? Guten Tag, Herr Friedrichsen. Zeit. Ich bin's nochmal, der Fritzel hier, moin. Ich mach sehr ungerne Druck. Und ich möchte auch keinen Druck machen, aber ich muss die BGA am Laufen kriegen. Die Leute wollen, Wasser, die wollen Gärreste. Und ich kann zu nichts hundertprozentig Ja sagen. Zum Beispiel der Herr Ziegler hatte gerade angerufen, der braucht 400.000 Liter Wasser für die Bäckerei und sowas. Das habe ich alles nicht. Und wenn ich, er hat jetzt alles bestellt, also das, was ich liefern kann, soll ich liefern. Aber wenn ich den alles liefere, dann kann ich den Nächsten, der kommt, nichts mehr liefern. Und wenn, wir sind im Frühjahr, die werden jetzt alle ansehen, die werden alle düngen und so weiter. Der Landhandel wird wahrscheinlich auch bald auftauchen. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Landhandel, wenn ich nicht liefern kann. Das verstehe ich. Was haben Sie aktuell an Wasser? Müsste ich jetzt gleich, warte mal einen Moment, ich schaue mal hier auf mein Tablet. Wo habe ich denn Brauerei, Bäckerei? Wo habe ich denn jetzt hier? Ein Moment. Da. Wie viel Wasser habe ich denn? Kompost habe ich 18.000 Liter drin. Wasser. 329.000 Liter Wasser. Wenn er jetzt alles nimmt, ist vorbei. Okay, dann machen wir das so. Der Herr Ziegel wurde ja mal von mir beauftragt, quasi da was zu bestellen. Dann sage ich jetzt mal eine Fuhre. Also Sie kriegen, ich glaube, 60.000 mit einmal weg, oder? Ja. Genau, dann machen wir jetzt mal 60.000. Dass die Bäckerei erstmal ein bisschen wieder läuft. Und ich werde da jetzt höchstpersönlich nochmal mich einschalten und schauen, dass das so schnell wie möglich von dannen geht, dass man vielleicht sogar Mitte bis Ende nächster Woche zu einem Ergebnis kommen. Ja, das wäre super. Könnte ich vielleicht den Herr Stecher vielleicht schon mal beauftragen, meine Silos zu reinigen, zu säubern und wieder instand zu setzen? Ja, dann könnte ich da zumindest schon mal gären lassen. Das dauert nämlich auch eine ganze Zeit. Selbst wenn die jetzt sagen, ja, nächste Woche läuft wieder, geht eine ganze Zeit ins Land, bis das gegärt ist. Nee, also ich denke mal, also die Versicherung hat sich das ja angeschaut, alles. Es ist ja soweit alles aufgenommen. Ja. Und es wäre ja für sie ein wirtschaftlicher Schaden, wenn sie jetzt noch weiterhin warten müssen. Von daher gebe ich das jetzt einfach mal frei, ohne mit der Versicherung vorher zu reden. Ja. Die wird sich da querstellen, dann soll sie mit mir reden, weil dann gibt es meine auf dem Deckel. Okay. Na gut, dann weiß ich da Bescheid. Vielen, vielen lieben Dank. Aber der Stecher muss halt schauen, weil das ist ja quasi belastet. Ja. Das Wasser, mit dem er es dann reinigt, dass das halt auch alles umweltgerecht dann passt. Ja, auf jeden Fall. Sage ich Ihnen so. Na? Alles klar, Herr Friedrichsen. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Wir hören uns. Jo, tschüss. Tschüss. Moin Stecher, ich bin's, Fritzel, moin. Hallo Fritzel. Du, ich weiß, du musst uns, glaube ich, noch Geld geben, soweit ich weiß, oder? Ja, weil du ja Mist abgeholt hast, aber deswegen rufe ich gerade nicht an. Nee, warte mal, war der Monig bei dir und hat das Geld eingetrieben? Nee, bei mir war niemand. Ah, egal, gleich später ab. Darum geht's auch gerade gar nicht, warum ich anrufe. Ich rufe eigentlich an wegen meiner BKA. Da ist ja jetzt gerade der Brand gewesen und sowas alles. Ich habe jetzt gerade mit den Herrn Friedrichsen gesprochen. Die Versicherung ist eigentlich soweit durch. Der meldet sich nur nicht, der Typ. Aber es wäre cool, wenn du vielleicht schon mal bei mir anfangen könntest, die Silos zu reinigen. Ich soll dir aber vom Herrn Friedrichsen sagen, dass du da bitte mit umweltschonenden Mitteln arbeitest, weil das alles verbrannt ist und sowas. Und ob du da einfach mal komplett alles sauber machst, vernünftig machst, damit wir die schon benutzen können, um dort Gras hinzubringen und sowas alles, damit er schon mal gern kann. Die BGA, die wird dann jetzt bald repariert. Okay, ja, ich bin noch in den letzten Erntearbeiten. Ja. Oder respektive Pflanzarbeiten. Werde aber schauen, dass ich das
heute Nachmittag mal in Angriff nehmen kann. Ja, das wäre super. Ich gebe dir dann sonst kurz Bescheid, wenn ich unten bin oder wenn ich durch bin, ja, dass du beginnen kannst mit dem Einlagern. Gut, alles klar. Herr Stecher, vielen, vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. Wir hören wenn uns. Du ja. Gras brauchst zum Silieren. Ja. Darfst du dich gerne melden? Ich habe noch 2-3 Wiesen, die ich momentan nicht bewirtschafte. Das wäre super. Wir fangen auch gerade mit den Mäharbeiten an. Ich kläre das mal ganz kurz eben ab mit meinen Kollegen und dann melde ich mich gleich nochmal eben bei dir. Jo, passt. Dann alles. Bis gleich. Bis später. Tschüss. Grasfelder. Warte mal. Hallo? Hat die Maschine hier irgendwie? Hörst du mich? Hallo? Hallo, Fritze. Oh oh. Ja? Komm zu mir. Wo bist denn du? Da, wo dein Bruder ist. Wo mein Bruder ist? Ach! Lol. Wo ist denn der? Oh je. Leute, ich muss mal eben kurz weg. Oh, ganz, ganz kurze Information. Der Herr Stecher, der hat noch Gras für uns. Ja. Der hat da 2 Wiesen, die könnten wir mähen und das einsammeln, wenn wir das möchten. Müssen wir gleich mal den Preis ausmachen. Der Stecher hat noch Mist bei uns gekauft. Könntest du das vielleicht mal eben eine Rechnung stellen? Ich weiß nicht, hast du das Doc und kannst sehen die Preise? Ja, kriege ich raus. Gut. Ja, dass du da mal eben das Geld eintreibst und dann vielleicht mal direkt einen Preis ausmachen würdest wegen das Gras. Das würde ich ganz gerne nehmen. Der Herr Stecher kommt jetzt die Tage, macht bei uns die Silos fertig. Reinigt die, säubert sie, macht sie wieder auf Vordermann und dann können wir da schon mal Gras reinlagern zum Silieren. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was zu tun ist? Kompost habe ich abgeholt. Ja, du müsstest mal eben gucken wegen Düngen. Und wenn es möglich ist... Also du wolltest dich doch auch noch um eine Wiese kümmern. Ja, mache ich jetzt gleich auch. Ich muss aber mal eben kurz zum Landhandel hoch. Bin gleich wieder da. Ja, okay. Boah, mit 63 zu fahren ist zu langsam. Gib Gas denn mit dem Bentley hier. Wofür habe ich so eine Maschine, wenn ich kein Gas geben kann? Ja. Oh, ich weiß, warum ich kein Gas gebe. Wow. Oh. Kann ja sagen, was man will, aber der Bentley ist eine geile Karre. Lenkt sich zwar ein bisschen beschissen, aber... Was ist denn der? Wir können den ja versuchen. Weil wir die Maßnahmen aufpacken. Ja? Jo, moin, sag mal, wo bist denn du? Ich bin auf Feld. Welches Feldnummer denn? Sag nicht, warum. Ich muss zu dir kommen. Warum? Das kann ich dir noch nicht erklären, aber ich muss zu dir kommen. Das ist kein Witz jetzt. Ja, dann 19, ehemals Grasfeld. Wo, beim Adler? Ja. Ja. Und noch was? Ja. Die Sämaschine, die ihr habt, die Hopfensäge. Ja. Schafft ihr bitte, wenn ihr sie fertig seid mit Ansehen, sagt das mit den Mitarbeitern. Ja. Sagst du mir Bescheid? Dann seid ihr da raus mit der Miete. Warum? Und dann stellt ihr die bitte beim Bauhof ab. Okay. Weil der ist Nachmieter. Ah. Ach so, aber die 12.000 müssen ja trotzdem bezahlt werden, oder? Wüsste jetzt nicht, warum nicht. Okay, gut.
Hätte sein können, dass du mal Mensch... bezahlen, aber es geht nur darum, dass sie nicht zurückgeht, sondern direkt zu... Wow. Geil, ne? Ist dein Ernst? So, bleib stehen, bitte. Ja, komm, spring auf hier. Du musst etwas schneller rennen. Ja. So, was willst du? Weiß ich nicht. Wir werden wir gleich erfahren, glaube ich. Wie? Ja, mich hat diese eine Stimme wieder kontaktiert. Weißt du, Halloween. Oh, hör auf damit, das will ich hören. Der hat gesagt, ich soll sofort zu dir kommen. Ich soll dorthin kommen, wo mein Bruder ist. Und du bist ja mein Bruder. Oh, Hildegard will übrigens noch mit dir reden. Wer ist Hildegard? Deine Mutter! Ach so! Ach, Mutti, ja. Was will die denn? Wenn sie sich mit meinem Vater zusammen wäre, würde ich was mit dir anfangen. Nur um dich zu ärgern. Mach mal. Würde ich irgendwie lustig finden. Hallo. Da ist er wieder. Ja? Hörst du ihn auch? Ich bitte das nur ein, Alter. Geht es euch? Gut? Gut. Warum klingt ihr so komisch? Freut ihr euch nicht, mich zu hören? Ja, du sprichst ja auch komisch. Dann können wir auch komisch klingen. Ja, das war der erste Fehler. Freude sieht anders aus, aber was willst du denn? Ihr bekommt in der nächsten Zeit einige Aufgaben. Was? Wen der? Ich weiß es nicht. Das kommt davon, wenn man sein... Du hast deine Seele verkauft und das ist es jetzt dadurch. Ich habe überhaupt nicht meine Seele verkauft. Wenn dir einer in der Lage ist, deine Seele zu verkaufen, dann bist ja wohl du das. Ja. Aber ich würde dazu stehen. Aber was denn für Aufgaben, Onkel Meister? Erste Aufgabe ist, ihr geht zum Polizisten und sagt ihm, dass er ihn absolut nicht leiden kann. Oh nee. Nee, mach ich nicht. Ey, ich bin jetzt... Ey, jetzt muss ich hier mal kurz einen Brief an die Hölle schreiben. Ja? Also ich bin hier gerade, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mit dem Rolf per Du bin. Da kommst du hier Mr. Lucifer und Meister Onkel Meister um die Ecke oder was? Und will mir erzählen, dass ich jetzt hier den Rolf... Nö, mache. Nö. Ich komme auch gerade gut mit dem klar. Dann bist du ja gleich wieder mit Sie. Solltet ihr es nicht machen, tragt ihr die Konsequenzen. Warum? Wie sollen wir das begründen, dass wir ihn nicht leiten können? Der wird ja auch fragen. Ihr seid doch sicherlich schlau. Gut, der eine ist Neuskopf, der andere, naja. Der meint dich. Ich glaube, der meint dich. Nee, der hat dich gemeint. Ja, Herr Lucifer. Was? Und dann? Und, toll, dann haben wir dir gesagt, dass wir dich leiten können. Was ist das? Auf, meine Kleinen. Mann, ey. Der ist aber heute nicht da. Hast du Glück gehabt? Darf ich noch eine Frage stellen? Aber ganz schnell, mein Essen wird kalt. Brauchen Sie Saatgut? Oder Milchfutter oder Dünger? Das war dein zweiter Fehler. Nein, das war ein Spaß. Du hast ja, schon zwei. Kann aber ein bisschen Freude mit reinbringen. Hier muss ja mich immer so ernst sein aus der Hölle. Gut, meine lieben Freunde, aber das war's auch schon gewesen. Ja, unsere Mission für Mittwoch steht wahrscheinlich fest. Wir müssen hin zum Herrn Bayer. Ey, Fritze, da hab ich keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Ich komm grad sehr gut mit ihm klar, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich auch. Ich war noch nie mit ihm per Du und jetzt zack. Naja. Er wollte. Sie vorbei. Und lass das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Unfassbar.